heutigen Tagesevangelium nach Matthäus geht es um den bekannten Ausspruch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gleichzeitig steht Jesus in dieser Bibelstelle ungewöhnlicherweise aber als Richter da, der zwischen Gut und Böse unterscheidet und der aber auch Strafen androht. Das ist ein Bild von Jesus, das finde ich schon ungewöhnlich und da regt sich bei mir auch das schlechte Gewissen, wenn ich das so höre. Und hier ergeben sich auch direkt Fragen: Auf welcher Seite stehe ich denn persönlich? Wann habe ich das letzte Mal geholfen? Und wer ist überhaupt mein Nächster? Ich denke aber, dass diese Darstellung nicht ohne Grund gewählt wurde. Jesus zeigte schon eine klare Haltung, dass er auf der Seite der Armen und Schwachen steht. Und für mich ist dieses Evangelium ein ganz klarer Appell dafür, für Barmherzigkeit und Nächstenliebe und dafür, sich für andere zu engagieren und dafür auch mal unsere Komfortzone zu verlassen. Also wo können wir für andere was Gutes tun? Es gibt dafür ja ganz viele Beispiele. In Deutschland sind Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert oder helfen ihren Nachbarn in Notsituationen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Auch in Warndorf fallen mir da ganz viele Dinge ein. Gerade diese Woche hatten wir zum Beispiel die Aktion mit dem Päckchen von der Aktion Kleiner Prinz. Es gibt diese neue Initiative der Zuhörbänke in unserer Gemeinde oder jetzt auch die Wichtelaktion für Senioren, die gerade wieder anläuft. Das sind alles Beispiele, die mir Mut machen und die ganz klar auch die Strahlkraft dieses Evangeliums zeigen und der Botschaft Jesu.